Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu eurer Plague's Tale Innocence. Wir sind hier in der Universität und sind immer noch auf der Suche nach dem Buch. Und ich denke mal, in dieser Episode werden wir es dann finden. Oh, Sequenz. Über unseren jungen Ygote Ruhm? Senior Nicholas ist weiterhin... Also, gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum, wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benevent. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich! Das Episongus. Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Er geht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort! Okay, alles klar. Schnell. Was hat er da gekriegt? Selbst wenn der Großinquisitor davon redet, deinen Nächsten zu retten, kannst du einfach... Wie geht's denn hier wieder runter? Ja, aber er ist krank und will sich heilen und dafür macht er hier den ganzen Scheiß. Würde ich erstmal vermuten, dass es so ist. Okay, da geht's runter, sehr gut. Sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Sein Blut wird schwächer. Wie lange kann das Episanguis den Biss in Schach halten? Solange wie es ihm sein Glaube erlaubt. Ah, er ist infiziert. Okay. Das ist eigentlich ziemlich straightforward, bei euch vorbeizukommen, oder? Aber da hat es Sachen auf dem Tisch. Die ich eh nicht nehmen kann, oder? Sind da zwei Sachen? Nee. Sehr gut. Salpeter. Und was haben wir hier? Schnur. Gut, gut. Oh, danke, dass ihr gewartet habt. Das ist sehr nett von euch. Er hat also die Tür gebaut. Ja, und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Derun kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad Ignem. Ad Lucem. Okay, also sie haben es nicht gemacht. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Aber mein Freund und ich haben viel Zeit damit Moment verbracht, mal. Die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir, wenn wir nur tief genug schneiden... Dann abgesehen davon, was sie sonst immer tun, sind sie vielleicht doch nicht ganz die Bösen hier? Gut, also, sie machen halt viel aus Eigennutz, das hier. Aber ich glaube, sie wollen wirklich aktiv was gegen die Pest hier tun. Hm? Oh, nee. Seltsam. Nein, du hast nichts gesehen. Aber wenn ihr jetzt wieder... Kann ich dich irgendwie ablenken? Ach, warte mal, ich kann doch jetzt... Was war das Ding zum Ablenken? Ein Gegner in der Nähe.
ab. Warte, Gegner, die einen Kopfstein irgendwie was. Ich probier's nochmal. Was? Moment, was ist denn ihr da? Erdball! Na toll. Komm her! Sorry. Dann werden wir uns noch so einen Schlafding machen. So läuft das Spielchen also. Das ist doch bestimmt hier wieder was versteckt, oder? Nee. Okay. Oh. Die Arbeit! Ihr habt den Boden ruiniert. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Wir haben Wochen für dieses Mosaik gebraucht. Dein Mosaik interessiert uns einen Dreck. Öffne die verdammte Tür oder es ergeht dir wieder. Nice. Darauf warte ich schon seit 2 Tagen. Coole Sache. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie immer haben gern. Die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das ist wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Oh. Ich will dich ja nicht drängeln, aber sie kommen! Und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen! Ich habe es fast... Ah Gott! Kleines... Schon. Ciao. Ich hab's. Los, schnell. Sie haben Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Ach, da gibt's doch bestimmt einen geheimen Ausgang. Hab's doch selbst jetzt oben angezeigt, na geil. Hey, weißt du, wo wir hin müssen? Nicht nachdenken. Lauf! Eine Sackgasse und wir sind erledigt. Wir müssen uns verstecken. Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Ja, du bist gut. Wo bist du denn so langsam? Ah, okay. Wird das reichen? Es muss. Also gut. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Rodrik, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten. Bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Und es ist extrem gefährlich. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben. Und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Ja, noch. Okay. Oh, wow. Okay, ja doch. Das sind noch ein, zwei eine Bücher. Bibliothek. Unter der Bibliothek? Mit einem Rätsel. Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinerar hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Sieben. Da oben. Rosen. Das muss es sein. Okay. Ja, das war jetzt ziemlich einfach. Okay. Was machen wir mit dem Teil hier? Kannst du mir zur Hand gehen? Schon gut, schon gut. Interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Was ist das jetzt? Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Erstmal den jetzt. Hier. Ist recht. Damit wir das Teil hier rausnehmen können. Dankeschön. Du hast doch gesagt, und das haben wir doch vorne. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Ah, kein Stress. Ich glaube, wir sind ja relativ sicher. Und perfekt. Bevor wir darauf gehen, gehe ich erstmal hier rein. Igitt, das lasse ich lieber, wo es ist. Hat sie sonst noch irgendwas Geheimes hier unten? Aber noch, dass ich mal geschaut habe. Nö. Gut, wie müssen wir jetzt überhaupt gehen? Nein, ich glaube, wir müssen hier mehrfach rauf. Übrigens,
Ich heiße Amicia. Und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Sie redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Ich war bloß der Lehrling. Aha, Mönche, die das Sanguinis Itinera bewachen. Also los! Ja. Okay. Easy. Na komm. Dankeschön. Kannst du wieder lassen. Warte. Und jetzt das andere. Nein, das andere. Oh, Spiel. Halt, ja, genau das. Also los! Da. Hört sich gut an. Okay, was haben wir? Ah. Okay. Komm, geh rauf. Es ist viel zu still. Du musst da weg, Amicia. Okay, wie lösen wir jetzt das? Nein, halt! Du hast recht. Warum kann ich da nicht oben stehen? Also los! Ja. Das wäre doch die einfachste Lösung, wenn ich einfach hier oben stehe. Ja, lass los. Komm da runter! Okay, wir müssen runter. Zu tief. Wir müssen etwas darunter tun, damit es nicht runterfällt. Ich finde schon etwas. Dafür war der Wagen. Und da hinten hat es wieder was zum Einsammeln. Sehr gut. Hey, tu dir nicht weh. Soll ich. Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Ja, wobei, ich glaube, mit einem Arm geht es schon noch. Wird ein bisschen komplizierter. Mit der Schleuder. Okay, was los? Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut, bringen wir es hinter uns. Das hat jetzt wie nicht sehr viel gebracht, ne? Ja, okay. Dann gehen wir jetzt wieder mal nach oben. Aber zuerst gehe ich mal hier hinten rein und hol mir das, was hier ist. Nice. Die Schnur. Du kannst währenddessen zu dem hier schon mal gehen. Hört sich gut an. Nice. Loslassen. Lass es einfach. Du hast recht. Ah, und weil jetzt. Ah, okay. Ich verstehe. Aber es wäre auch anders gegangen, finde ich. Also ich wäre oben geblieben. Fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Nice. Ich hab's. Wir haben das Buch. Ich kann es einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Ja, da sind sie auch schon. Shit. Und der Big Boss. Ich kenne dich, Amicia de Rune. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin, was willst du denn mit dem Buch erreichen? Mein Bruder retten! Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang! Wachen! Ihr könnt fliehen, doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Okay. Ich hab mein Leben zerstört.
Ich weiß, wie das ist. Jetzt hätte damit gerechnet, dass wir hier flüchten können. Ich dachte eigentlich, er nimmt uns wieder gefangen und so in die Richtung geht's dann weiter. Aber jetzt hetzt du die ganze Armee vermutlich. Das wird die Hölle. Schneller und wie ich bereit bin. Lass uns die anderen suchen. Wo zum Teufel sind sie? Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe, ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Ja, ist klar. Jetzt, wo der Big Boss danach sucht. Wie konnten wir nur so sehr die Schwere Rüstung, wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Auf dein Zeichen. Wir machen das erstmal. Feuer machen wir auch. Und das auch. Okay, Rodrik, ja dann. Du bist dran. Probier mal. Das ist für meinen Vater. Wow. Nice. Machst du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß. Ah, mach das lieber nicht das zu oft. Reicht, ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Scheiße, komm. Noch da hinten. Ah, scheiße, ich habe wieder das Falsche ausgewählt. Gott sei Dank, habe ich jetzt mal hingeschaut. Was soll der Lärm? Erledige ihn. Du bist erledigt. Nice. Gute Arbeit. Okay, kann ich dich öfters Partner haben, weil sowas ist schon mega nice. Lukas, er sieht manchmal schlecht. Vielleicht können die hier helfen. Die Steine, also ich würde sagen, das sind auch Brille. Ich hasse es, hier rumzustehen und zwei. Nichts zu tun. Jeder übernimmt einen in Ordnung. Muss jemand hier ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Okay. Der ist für dich. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Da habt ihr euch also versteckt. Okay. Schön. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Ist aber, es war nicht so perfekt laufen. Oh, bitte sag, dass sie nach draußen führt. Oh. Sie führt nach draußen. Nice. Frische Luft. Grieche. Feuer. Oh, scheiße. Meine Güte. Feuer. Oh, fuck. Haben wir... Das Feuer breitet sich aus. Ist der Großinquisitor noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten. Der Na. Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rodrik. Warte. Bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Oh. Ein Versuch ist es wert. Nice. Okay. Jetzt hätte ich gerne noch früher gehabt. Das Feuer zielen. Sehr gut. Das ändert alles. Vor allem für sie. Oh ja, oh ja, oh ja. Nein, ich riskiere das nicht, dass ich da auch da hinten reingehe. Die ganzen Bücher werden verbrennen. Nicht eine Schuld. Denk an dein Buch. Ja, wir müssen hier ja, aber raus. Wissenstechnisch und ich historisch ist das schon ziemlich schade. Ich glaube, die Kinder haben das Feuer gelegt, damit sie rausschleichen können. Ich dir die Finger kriege. Ob das auch mit Fackeln funktioniert? Eins habe ich noch. Ja, das tut's. Nice. Da hätte ich gern noch ein bisschen mehr davon. Lass uns auch gerade mal ausgerüstet. Geht das mal wir müssen hier. Direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Hm.
Okay. Ist noch irgendwer da drin? Ja. Ich dachte, ich schaffe es. Das ist die Hölle da drin. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Was war das für ein Geräusch? Bitte sie und mich. Was ist das? Da schon wieder. Yes. Sehr gut. Okay. Was machen wir mit dir, Kollege? Du schaust. Ah, du schaust zu rüber. Kannst du den von da nicht erledigen? Okay. Dann. Mal nach da vorne. Dieses Geräusch. Was war das? Kümmerst du dich um ihn? Verlass dich auf mich. Nice. Okay, das wird jetzt ein Höllentrip. Müssen wir wirklich da rein? Ja. Ach, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Ja, vor allem, der Rauch ist gefährlich. Oh, was? Was soll ich tun? Mir nach und pass auf dein Buch auf. Kümmere dich nicht um sie. Oh Gott. Oh, holy shit. Komm schon, komm schon. Komm, 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 drüber, drüber. Verschlossen. Dahinter brennt es. Bleib zurück. Was ich tust du da? Öffne sie. Oh, fuck. Ja. Auf! Wir sind fast da! Oh, Scheiße. Komm! Hier lang! Und wieder ein neues Kapitel. Am Leben, ja, Gott sei Dank. Aber schade um die Universität. Ja, vielleicht hat man Glück und der Oberboss ist auch noch draufgegangen, aber das glaube ich nicht. Ja, wird nur sicherlich nochmal auftauchen. Und uns ganz viel Freude bescheren. Oh, wir sind gerade direkt wieder da. Keine große Flucht. Ihr wart erfolgreich. Hier, aber Vorsicht, riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Rodrik, aber psst. Oh, das Sanguinis Itinera. Was steht in dem Buch? Das. Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich! Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient. Du auch. Komme. Okay, ganze drei Wochen nein, nein. Vergangen. Verflucht! Das ist gar nicht gut. Hey, ist alles los. In Ordnung? Es ist nichts. Außer, dass du... Diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun. Ja, warum nicht? Schläft. Ja, dann, lass uns mach mal auf. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Ja, einmal mal schön. Also, das war wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Warte. Ich hab nur so eine Ahnung, dass man das vermutlich. Auch? Nein, was? Was Schlechtes dieser Ort finden. Wurde seit langem nicht mehr betreten. Aber was du nicht sagst. Da liegt etwas in der Luft.
Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier okay. Zum ersten Mal. Das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch eine Tür. Wollen wir weitergehen? Ich will da rein. Mann! Okay, ja, dann machen wir da auf. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Oh, der Innenhof. Eine Abkürzung. Okay, sehr gut. Und upgraden können wir mal wieder nichts, wenn wir kein Werkzeug haben. Oh, hey, das hätte ich beinahe vergessen. Was denn? Das habe ich vorhin beim Aufräumen gefunden. Sieh dir das an. Noch eine Geschichte über Steine? Du hast gar nicht so unrecht. Komm, Power Slide. Kein Power Slide. Boah, sieht jetzt echt schön aus, so in dem Setting. Ein Fresko. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Oh. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es sie mit? Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich denke, dass wir hier bleiben können. Amicia, komm schnell! Es geht um Hugo! Oh nein, ich komme! Brauchst du mich? Oh je. Ich rufe dich. Komm schon! Schnell! Ich meine, er hat ja noch gesagt, wir haben jetzt sehr viel Zeit. Was habt ihr jetzt drei Wochen lang gemacht? Schnell! Hugo, bitte. Oh je. Es wird immer schlimmer. Die Makula breitet sich zu schnell aus. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches. Aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein, nein. Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht, wir sollten es versuchen. Amicia, Lukas! Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Melly! Du hast ihn gefunden! Mehr tot als lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Also drohten sie ihr. Und ich hörte ihren Namen. Beatrice Derun. Mutter lebt? Sie lebt! Und du hast Arthur befreien können. Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er... befragt sie. Ständig. Sie... foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt. Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Oh nein! Hugo! Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los. Heim zu mir. Jetzt! Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut. Ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke. Und dann gehen wir. Okay. Das ist jetzt aber nur ein großer Change, dass die Mutter noch lebt. Aber wen haben sie da ganz am Anfang dann erstochen? Aber witzig, dass wir jetzt wieder auf den Anfangspunkt zurückgehen. Gut, andererseits, glaube ich, werden sie es da am wenigsten erwarten. Wir sind da. Amicia, ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Ist es schlau, das Buch da mitzunehmen? Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Okay, liebe Leute, wir sind gerade direkt in der Zeit. Ich würde sagen, bis zu Hause schauen wir uns in der nächsten Episode an.
Und dann gehe ich mal davon aus, dass wir auf jeden Fall noch die Mutter retten werden und mit ihr dann ein Ritual machen werden. So ungefähr stelle ich mir das vor, bis jetzt dann weitergehen wird. Mal sehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und wir sehen uns zur nächsten Episode. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.